So, hallihallo und herzlich willkommen zurück hier auf der Auenbach. So, die letzte Chaos-Folge haben wir überstanden, Gott sei Dank. So, und jetzt geht's mal wieder los hier richtig mit Feldarbeit. Ich werde hier schon mal das Vorgewände vorbereiten für den Helfer, damit der hier dann easy going losfahren kann. Übrigens, wir sehen Sojabohnen. Ja, habe ich irgendwie Bock drauf. Bringt einen guten Preis, haben wir noch nicht viel von dem Lager und von dem Rest haben wir eigentlich ordentlich was im Lager mittlerweile. Also so 30.000, 50.000 und so. Also da haben wir erstmal was. Und ja, Sojabohnen für die Schweine, weil ich würde ganz gerne noch so zwei, drei Schweinchen dazu kaufen. Ich weiß nicht warum, aber würde ich ganz gerne mal tun. So, und ich sehe gerade, wir haben noch 88.000 auf dem Konto. Das heißt, als allererstes erstmal zurückzahlen. Ansonsten ist das Geld nämlich schneller weg, als du gucken kannst. Ja? So, und jetzt haben wir nämlich nichts mehr zum Ausgeben. So leben wir, glaube ich, nicht ganz so gefährlich. So, jetzt fahren wir mal da hinten die Bahn runter. Weil die ist auch so ein bisschen helferkritisch. Aber das macht ja nichts. Dann bereiten wir das halt vor, ne? Und dann kann der Helfer loslegen. Kein Problem. So, wir müssen nur ein bisschen rüberschieben, den Kurs. Damit wir hier einmal schön gerade runterfahren. Ja, so ist ganz gut. Fahren wir einmal zurück. So, und los geht's. Ja, mit dem Befüllen, das weiß ich auch noch nicht. Du. Ich habe keine Ahnung. Ich habe im Übrigen, muss ich aber leider dazu sagen, eure Kommentare noch nicht gelesen, weil ich die letzte Folge, die mit dem, also die, einfach diese Fehlfolge des Jahrhunderts, das mit dem Zaun hat nicht geklappt, das mit dem Saatgut auffüllen hat nicht geklappt, da hat eigentlich gar nichts geklappt, ja. Außer, dass ich das platzierbare Soundset im Mod-Ordner hatte. Das hat geklappt. Also, das muss man auch mal positiv anrechnen. Das hat geklappt. Ja? Nein, aber ich habe, und zwar die letzte Folge und diese Folge, nehme ich hier direkt hintereinander auf, weil mir ansonsten einfach die Zeit ausgeht und ich quasi im Voraus produzieren muss und jetzt auch wieder kann, weil ich habe jetzt 7 Tage Spätschicht. Also, ich weiß jetzt gar nicht so genau, wann, an welchem Tag dieses Video rauskommt, aber ich muss bis einschließlich Sonntag in der Spätschicht arbeiten. Das heißt, wer Streams oder sowas auch sehen möchte auf Twitch, ne, die kommen immer jetzt dann abends halt nach meiner Spätschicht. Dann machen wir dann noch so, machen wir auch auf Twitch so eine kleine Spätschicht, sage ich mal, ne? Und da spielen wir im Moment übrigens im Multiplayer-Projekt. Und ja, also wer da Bock drauf hat oder wie oder was, einfach im TS vorbeikommen. Da wird euch dann einiges erzählt und da kriegt ihr dann auch die Mods und so weiter und so fort. Also, ne? Wie gesagt, auf die Admins oder Moderatoren warten und dann sollte das kein Problem kriegen. Allerdings, wie gesagt, diese Woche wird es relativ spät, ja. Also wenn ihr lieber in die Schule dann nächsten Tag und so, ne, ihr müsst pennen, macht das auch, ne. Also ich will dann nach 22 Uhr sowieso keinen mehr unter 18 Jahren sehen. Darf ich sowieso auch nicht, ne. Das ist die nächste Sache, aber gut. So, jetzt werden wir hier aber erstmal den Helfer gleich losschicken, damit wir uns dann um das andere Feld kümmern können. Was wir, ja genau, wir spielen im Übrigen die Fichtelberg dann im Multiplayer-Ding und da gedöns. Ne? Die Fichtelberg, die Lostberg habe ich erst überlegt, aber das spielen schon so viele, ne? Und die Fichtelberg, ja, warum nicht, ne? Ich meine, gut, das ist eine europäische Karte mit sehr, 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 sehr viel amerikanischem Flair. Das ist mir durchaus bewusst und auch so aufgefallen, aber dennoch finde ich die für ein Multiplayer-Projekt gar nicht so schlimm, weil da kann man Felder kaufen, ne? Da kannst du eigentlich alles machen. Und ausreichend Platz ist da auch vorhanden, ne? Von daher, das ist schon okay. So, Viktor, du gibst Gas, alles klar. So, wir schwingen uns mal. Genau, das können wir hier mal aufräumen hier. Ja, das ist natürlich ärgerlich hier. Mal gucken, vielleicht machen wir das dann hier auch mit einem Lager. Das wird das vielleicht irgendwo. Guck mal, hier können wir doch vielleicht hier einmal Dünger, einmal Saatgut rein. Wobei, Dünger haben wir da unten, das ist kein Problem. Wir brauchen nur für Saatgut irgendwie so eine kleine Muckerbuchte. Vielleicht hier irgendwie. Ja, weiß ich auch noch nicht. Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht, dass wir uns das da hinschmeißen. Ich glaube, das wäre nicht schlecht. Ja, ich glaube, so werden wir es auch machen. Komisch, dass ich mit diesem Überladewagen das Ding nicht befüllen kann. Das hat doch sonst auch funktioniert, bin ich der Meinung. Oder? Ich glaube, ich habe diese Seemaschine noch gar nicht damit aufgeladen mit dem Überladewagen.
Stimmt, da hatte ich andere für. Vielleicht geht's bei der nicht. Naja, egal. Irgendwie werden wir es schon hinkriegen. Irgendwie werden wir da schon Saatgut reinkriegen. So. Genau, dann legen wir mal mit ihm hier los. Mit ihmchen. Ihmchen, Bienchen hier. Da machen wir auch erstmal Vorgewende, würde ich sagen. Großzügig. Erstmal drauf gedrückt. Genau, machen wir hier ein bisschen Vorgewende und dann müssen wir eh auffüllen fahren. Aber wir haben ja jetzt eine Düngerproduktion. Ach so, warte mal. Da war ja was. Das kriege ich, glaube ich, auch gar nicht in den Düngerstreuer rein. Oh je, da muss ich, glaube ich, auch mit einem normalen Kipper hin und dann irgendwie umladen. Na, irgendwas war da, glaube ich. Naja, wir gucken mal. Noch ist ja was drin. Oh je, das heißt, da ist schon wieder Chaos vorprogrammiert. Da ist jetzt schon Chaos vorprogrammiert, jetzt schon. Ich muss die Seemaschine irgendwie auffüllen. Ich muss irgendwie die Seemaschine auffüllen und dann muss ich auch noch den Düngerstreuer irgendwie auffüllen und ich weiß noch nicht so ganz genau, wie ich an den Dünger, wie ich an den Dünger rankomme. Also, Chaos vorprogrammiert. Jetzt schon. So, jetzt fahren wir aber erstmal hier. Solange, wie der Düngerstreuer sagt, ich habe noch was drin, solange fahren wir jetzt hier erstmal. Ich hoffe, es reicht. Bis in alle Ewigkeit. Dass ich das hier nicht auffüllen muss. Naja, das wird schon auch irgendwie werden. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Genauso das beste Beispiel auch letzte Folge. Ne? Da ist eigentlich ist da gar, hat da gar nichts funktioniert. Zumindest nicht hat es nicht so funktioniert, wie ich es gern gehabt hätte. Ja? Trotzdem ist diese Folge veröffentlicht worden. Trotzdem ist da nicht ein Schnitt zu sehen und zu erkennen. Warum? Ganz klar, weil ich nicht geschnitten habe. Es gibt Leute, und auch das, ne, habe ich auch vollstes Verständnis für, die schneiden sowas, ne? Die schneiden sowas raus, habe ich auch vollstes Verständnis für. Klar, warum auch nicht? Der Schnitt ist nämlich auch gar nicht so einfach. So eine Folge richtig schön zu schneiden und zusammenzustückeln, das ist mal gar nicht einfach, Freunde der Sonne. Also, Hut ab auch vor dieser Arbeit, ne? Aber dennoch bin ich der Meinung, man sollte, oder ich sollte sowas nicht schneiden, weil ich möchte euch das so zeigen, wie euch, wie es euch geht. Ja? Ihr seht jetzt beispielsweise, ich habe ein geschnittenes Video hochgeladen, habe da die Zäune hingesetzt, ging alles super schnell und super easy und war total einfach und so. Und im Endeffekt habe ich da bestimmt 5 Stunden dran rumgesessen, die Zäune zu platzieren, habe das Video noch geschnitten und danach sieht alles easy going aus. So, ihr ladet euch das Soundset runter und verzweifelt. Und verzweifelt einfach, weil es so aussieht wie bei mir. Ja? Und so möchte ich euch das quasi auch zeigen, so wie es euch ergehen würde, wenn ihr euch dieses Soundpack runterladet und genauso dann fehlt wie ich. Ja? Also natürlich, klar, jeder kann das irgendwie ein bisschen anders, ein bisschen besser und so. Aber im Grunde genommen ist das schwierig zu platzieren, finde ich. Also das Ganze geht im Editor echt einfacher, ne? Und setzt euch einfach mal mit dem Editor auseinander. Da gibt es Tutorials so auf YouTube ohne Ende. Das ist wirklich gar nicht so schwer, wie man immer denkt. Also natürlich ist es umfangreich und viel Arbeit und so weiter, aber so Kleinigkeiten, mal eine Hecke löschen oder was, ne? So wie wir das da unten ja gemacht haben, das ist gar nicht so schwer. Im Grunde, also andersrum, so ein Ding hier, ne, so eine Map hier zu bauen, das ist unheimlich schwer, unheimlich viel Arbeit und unheimlich komplex. Das darf man jetzt nicht vergessen. Nicht, dass ihr euch jetzt in Editor runterladet und sagt, okay, dann baue ich mir eine Map selber. Der Henry hat gesagt, das ist nicht schwer. Nein, so meine ich das nicht, ne? So meine ich das nicht. Das ist unheimlich komplex, unheimlich umfangreich, das ist wohl wahr. Aber mal eine Hecke löschen, das ist okay. Mal einen Zaun setzen, das kriegt man alles irgendwie hin. Da, wie gesagt, gibt es Tutorials so auf YouTube, ne? Ohne Ende. Kann ich im Übrigen auch die, leider hat er mittlerweile aufgehört, aber von Dagosse kann ich echt empfehlen, die Tutorial-Videos zum Giants Editor. Die habe ich mir auch reingezogen, stundenlang, und seitdem kann ich auch 2-3 Sachen selbst im Editor, ne? Nur mittlerweile hat Dagosse leider aufgehört mit YouTube. Dennoch sind ja die Videos vorhanden, dennoch könnt ihr euch diese Videos angucken. So, und ich sehe gerade, ich kriege hier bald eine Luftverpestung, weil die Luke auf war. Ja. So, Sojabohnen, wie sieht es denn bei dir aus? 37% hast du noch drin, oh je. Bald müssen wir die Seemaschine auffüllen. Im Übrigen auch den Düngerstreuer. Ja. Heidewitzka, Herr Kapitän. Auf jeden Fall müssen wir das Ganze dann hier grubbern. Und dann können wir auch hier ansehen. Und hier wollte ich ja ganz gerne Mais ansehen, damit wir
Mais-Silage machen können. Dann müssen wir uns irgendwie einen Häcksler mieten. Einen Häcksler mieten und dann können wir dann nämlich schön das Ganze hier häckseln und dann können wir auch mal die Silos mal schön voll knallen. Dann können wir auch ein Grassilo noch machen. Dann werden wir die Wiese da drüben nochmal absensen. Und dann haben wir nämlich erstmal ordentlich Vorrat. Guck mal, jetzt ist es 5:30, 6:30, 7:30, 7:30. In 3 Stunden läuft sowieso auch schon wieder die BGA an. In 3,5 Stunden. Und so viel Silage haben wir nämlich gar nicht mehr. Dennoch, nochmal zur Erinnerung, wir spielen hier auf schwer. Wir spielen gar nicht auf schwer. Ich glaube, wir spielen auf normal. Wir spielen auf normal, aber dennoch mit 3 Düngestufen, Flügen an und Pflanzen sterben ist auch an. Ja, also dieses Pflanzenverrotten-Dingens da gedöns. Na hier, du weißt schon, dass wenn du nicht rechtzeitig erntest, ist alles vergammelt. Genau. Gut, dann haben wir das nämlich gleich fertig hier. Dann können wir uns einen Grober schnappen. Wir können das Ganze hier gruppen. Achtung, Gruppen. Ironie. Und wieder aus. Das hat mir im Übrigen der Balu empfohlen. Immer auf die Folge hin von wegen hier Rundumleuchte und was laberst du und so. Da hat er gesagt, weißt du was? Immer wenn Ironie kommt, machst du vorher die Rundumleuchte an. Dann erzählst du deine Ironie und dann machst du die Rundumleuchte wieder aus. Auch die Idee fand ich voll geil. Muss ich echt sagen, fand ich auch voll geil. Wollen wir nochmal einen Fehl zum Abschluss sehen? Ich glaube, ihr wollt mich nochmal fehlen sehen, oder? Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Fehl wird oder nicht. Wir fahren mal zur Düngerproduktion. Wir gucken mal, ob da was passiert. Ich vermute fast nicht. Also, was ich vorhabe jetzt, zur Düngerproduktion zu fahren, die da hinten, und den Düngerstreuer aufzufüllen. Einfach so. Das habe ich vor. Und ich vermute einfach mal zu, ich sage mal, 99,3%, dass es nicht funktioniert. Vielleicht gewinnen ja die 0,7%, aber nein. Die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr gering. Weswegen wir wahrscheinlich so ein Saatgut- und Düngerlager produzieren müssen. Platzieren müssen. Nicht produzieren. Platzieren. So, da gibt's Dünger. Okay. So, wir machen mal ganz vorschriftsmäßig hier die Klappe auf. Mach die Klappe auf. Okay. So, und dann gucken wir mal. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. War ja wieder fast klar, ne? Es war ja fast klar. Als hätte ich es nicht gewusst. 10.000 Dünger sind da drin. Warum nicht mehr? Ach, weil der Mist leer ist. Und die Gülle auch. Da ist auch nicht mehr allzu viel drin. Na, dann müssen wir das Ganze hier mal wieder zum Laufen bringen. Ja, ein Satz mit X, das war wohl nix. Da müssen wir dann mal so einen kleinen Brandnerkepper, wie wir auch auf der Tanneberg haben, werden wir uns dann hier auch nochmal besorgen, damit wir Saatgut und Dünger und so weiter dann in das platzierbare Saatgut- und Düngerlager verfrachten können. Wobei wir so eine Dinger auch am Hof haben. Ich weiß nur nicht, wie das mit den Wänden ist, ne? Ob das durch die Wände durchscheint, da habe ich nämlich irgendwie keinen Bock drauf. Wir probieren das erstmal aus mit den Sachen, die wir hier am Hof haben. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann können wir uns immer noch ein platzierbares Lager einsetzen. So, wie weit bist du eigentlich? Victor? Ach, da hinten. Ach, du bist ja eh gleich fertig. Ja, passt. Mach schön weiter. So, den Düngerstreuer. Den stellen wir erstmal da hinten hin, wo er immer stand. Die Klappe kann auch erstmal wieder zu da hinten. Die Plane, die Abdeckung. So, der Brandner, der ist ein bisschen groß. Den brauchen wir nicht. Victor hat die Arbeit erfolgreich beendet. Passt, Victor. Hast du gut gemacht. Ach so, nee. Sonst ist die Plane wieder offen hier. Mach wieder zu. Den stellen wir wieder hier hin, da wo er stand. So, und dann holen wir uns mal so einen kleinen Brandnerkepper. Oh, jetzt werde ich bald dagegen gedüst. Genau, den kaufen wir uns jetzt mal eben. Muss ich auch wieder Geld aufnehmen. Heieiei. So. Kipper. Da. Brandner. Genau, den kleinen möchte ich ganz gerne haben in Schwarz. Felgenfarbe komplett schwarz hier. Das ist ein aggressiver Hänger.
So, den holen wir jetzt mal eben ab und dann lassen wir mal den Dünger in den Anhänger und dann versuchen wir das mal da reinzukippen. Das machen wir jetzt. Allerdings werden wir das leider erst in der nächsten Folge sehen, denn mit dieser Folge sind wir mal wieder am Ende angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen da lassen. Würde ich mich wirklich sehr drüber freuen und bringt einfach Motivation. Eure Daumen, ja, die kosten euch nichts, bringen uns aber Motivation, das Ganze hier weiterzumachen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dahin, macht's gut. Tschüss.